So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich lande im Polar Peak auf einem Vulkan und auf einem Hügel mit Kreis aus Bäumen. So, dazu gehen wir am besten einfach in die Arena rein. Weil ich glaube, ein Gruppenkeil, wenn du da einmal stirbst, dann hast du echt ein Problem. Man hat ja auch mehrere Versuche, also man muss es nicht in einem Durchgang machen. Ich denke mal, das wird dann die Prestige-Aufgabe sein. Da müssen wir dann mal gucken. Vielleicht kriegen wir es auch in einer Runde hin. Ich glaube, da oben sind nämlich auch die Hoverboards. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir landen nämlich erst da, wo die Bäume sind. So, dann natürlich danke für die 273 Abonnenten. Und ihr seht unten, es ist nur noch eine Zahl, also es ist wieder eine Zahl nur da, weil der Code wurde geknackt, nämlich einmal von Use Creator Code Peli-FN. Der hat den letzten geknackt und den davor hat hier Jan C. geknackt. In dem Sinn nochmal Glückwunsch an euch zwei. 20 Euro weniger. Nö. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist und ich dir schon mehrmals helfen konnte, lass doch bitte mal ein Abo da. Bitte, 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 bitte. So, dann, wenn du wissen willst, wie das alles funktioniert mit dem PaySafe-Code, guck einfach unten in der Videobeschreibung. Ich habe da ein extra Video zugemacht. Und leichter Lex, man kennt ihn. Bisschen was in der Videoeinstellung ausprobiert. So, die Zone ist eigentlich perfekt. Wie gesagt, einmal müssen wir hier zu den Bäumen, das dahin, dann dahin und einmal dahin. Wir gehen aber erstmal dahin. Und hoffen, dass da ein Board ist. Aber ich meine, da war immer eins. Ansonsten lassen wir uns halt sterben, so dass wir alle drei Orte direkt haben. Boah, das Nachrendern merkt man aber schon deutlich. Ja, Grafik auf volle Leistung, Aufnahme auf volle Leistung. Nein, der war zu tief, der war zu tief, der war zu tief. Hallo. Okay, hier haben wir definitiv unser Board. Eine Waffe haben wir auch, das ist schon mal gut. So, jetzt erstmal ab zu Polar Peak. Oder wie? Ne, Zune haben wir noch keine, aber Polar Peak ist halt in der Nähe, deshalb. Aha, hier runter wollte ich eigentlich gar nicht. Aber man kommt gut durch. Halt irgendwie so schnell wie möglich zum Polar Peak und dann halt zum Vulkan, aber eigentlich müsste das safe gehen. So, hier fliegen wir dran, gehen wir dran vorbei. Ja, das Nachrennen da leckt es, also da. Ja gut, die nächste Zone ist im Vulkan, das ist schon mal gut. Glück gehabt. Nein, ich will nicht da rein. Ich will nicht tanzen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir dem Vulkan hier hochkommen. Probieren's. Dun, 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 dun. Na komm, zählt schon. Ansonsten gehen wir gerade echt mit der Seilbahn hoch und gehen direkt wieder runter. So, weil die Seilrutschen funktionieren nämlich wieder. So, dun, 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 dun. Zack. Ah, Polar Peak, ja. Heißt es nur landen? Nee, oder? Man muss wirklich hier landen. Heißt, man muss drei Runden spielen. Och, das ist doch jetzt bescheuert. Also, Aufgabe zurückgezogen. Man muss drei Runden spielen. So, und hoffen wir, dass wir hier schnell Gegner finden. Meine Güte. Jetzt leckt es nicht mehr, wenn Gegner kommen, sondern so oder was? Ja, ich muss erstmal nach der perfekten Einstellung gucken, ey, weil das hier ist ja auch nicht viel besser als vorher. So, dann gehen wir doch mal runter. Okay, hier sind wir safe tot. Okay, kriegen wir falsch an. Yep. Wenn hier oben drauf bist, ist es echt bescheuert, ey. Ist man eigentlich nur von Gruppenkeile gewohnt, hier oben zu sein.
Ach, da ist doch schon ein Teleskop. Haben wir die Aufgabe nicht auch? Ja. Können wir da schon mal ein Teleskop machen? Ich habe noch überhaupt nicht geguckt, wo die anderen sind. Hallo, ich bin hier. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Runde Polarpeak und dann rüber zum Vulkan. Wäre doch nicht schlimm gewesen, wenn einer mit uns da oben gelandet wäre. Also wie gesagt, ihr müsst halt 3 Runden definitiv spielen, weil ihr müsst da vom Bus aus auslanden. Ansonsten zählt es leider nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Grafikeinstellung so lassen kann. Die CPU-Auslastung ist bei 10%, das ist gar nichts. Hier scheint auch keiner zu sein, das ist halt typisch Arena. Gegner überall verstreut. Weißt du, wenn man Gegner braucht, kommt keiner. Ja, 25 Punkte, hol mal mit. 60 Punkte meine ich. Junge, wie der am Nachrennen ist. Wenn ich das jetzt in der laufenden Runde mache, dann habe ich ein Problem, weil dann ist das Spiel kurz eingefroren. Zack, zack, zack. So, gehen wir nochmal hier noch an. Dann gehen wir halt noch schnell zu Tilted. Gerade mal wieder 15 Leben holen. Ja, Schlöffen, das können wir uns auch noch mitnehmen. Ja, sonst haben wir hier nichts. Ist gerade doch im Spiel gerade mal von, guck mal, er stellt es aber automatisch auf episch um, auf komplett episch. Ja gut, so bleibt es ja dasselbe, aber eigentlich passt alles. Nicht speichern, ich muss mal gucken, vielleicht liegt es auch in den anderen Einstellungen, aber dieses leichte Geruckel jetzt im Spiel, das muss natürlich auch nicht sein. Nämlich auch nicht gut, weil da werde ich mich wahrscheinlich auch Probleme in FIFA bekommen. Also ich bin voll. Moin. Also nochmal. Hier landen, da einmal landen und da einmal landen. Jeweils einmal. Und immer vom Bus aus. Also besuchen alleine reicht nicht. Keine Sau rennt hier rum. Ist hier überhaupt einer gelandet? Ah, da steht schon der Dings für die Batman-Kacke da. Ist hier hinten ein Lama? Ne, ist kein Lama. Wo geht denn die nächste Zone hin? Vor allem, ich frage mich immer, wo die alle sterben. So, jetzt hier schon an Bord. Ja. Erstmal schnell Munition mitholen. Bam, 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 bam. Das ist lustig, da sucht man mal Gegner, findet man keine. Ah, da oben ist einer. Natürlich schießt daneben.
Er trifft natürlich. Wird vom anderen weggesniped. Ja, wo ist der? Jo. Spiel eingefroren. Oh, wo ist er? Na. Ich dachte, er wäre das. Er sniped hier die halbe Welt. Mann, 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 ey. Sniper-Gott. Du kleiner Assi. So, Match verlassen. So, probier's gerade nochmal. Ja, ja, komisch. Ich bin im Ladebildschirm und der gibt mir Codierungsprobleme ein. Verstehen muss ich es auch nicht wirklich. Na komm. So. Aber ich denke mal, Polarpeak und Vulkan müsste eigentlich klar sein, wo das ist. Aber wir werden jetzt trotzdem mal noch gucken, wie die Zone ist. Zu dem nächsten Ort fliegen, so dass ihr wirklich mal alles gesehen habt. Ich meine, ihr könnt auch reingehen, landen, direkt wieder rausgehen. Das geht ja auch. Ich glaube, das werde ich auch jetzt gerade schnell machen. Wenn wir da mal reinkommen. Also bis jetzt fand ich noch keine Aufgabe wieder richtig schwer. Also es gibt doch kaum mehr Kills auf Kill-Aufgaben. Früher war ja immer, lande da und da, mach 5 Kills. Oder 3 Kills. So, jetzt bietet sich an Polarpeak. Ist einfach näher. Wie gesagt, einmal da landen. Da landen. Und da landen. Ich zeige euch jetzt nochmal gerade Polarpeak. Vulkan dürfte ja eigentlich auch jedem klar sein, wo es ist. Weil er hat auch keine Hobbys. So, wir landen aber da. Jetzt am besten mit 5 Kills anfangen. Wenn ein anderer spielen würde. Gut, beim Runtergehen das Rennen dann die problematisch von früher immer. Selbst auf der PlayStation ist das Rennen dann immer ein bisschen am Lecken. Da wieder. Gut, wir müssen ja nur da landen. Selbst wenn wir direkt sterben, ist es so egal. Geht einer mit? Nö. Landen wir auch mal direkt in der Mitte. Zack, Polarpeak auch. Also jetzt nur noch zum Vulkan. Aber wie gesagt, es bringt nichts, wenn wir da hinreisen. Denn es zählt nicht. Man muss dort landen. Nicht besuchen, sondern landen. So, wir holen uns jetzt hier einfach mal ein bisschen Blut mit, dann gehe ich mal das blöde Taco-Ding. Zack, zack. Das Problem ist, dass man hier nie vernünftig runterkommt. Bitte nicht sterben. Hier müsste man doch komplett runterrutschen, gell? Nicht sterben, nicht sterben. Ach. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Dun, 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 dun. Ich sehe wohl auch keinen irgendwas bauen. Jetzt auch nicht, da ist keine Sau gelandet. Ja, ein Trampo, ja. Aber doch kommt man hin.
Stimmt, da ist echt kein Mensch gelandet. Ich frage mich, wo zurzeit alle landen. Ich wusste gar nicht, dass hier so viele Kisten auf dem Weg sind. Ich sehe auch kein Haus kaputt, nicht. Aber hier ist doch eigentlich immer Loot in der Mitte. Das Haus ist auch ganz, der Automat ist auch noch da. Boah, den kann ich schon mitnehmen. Hallo. Also nochmal wegen dem Landen. Einmal hier landen, einmal da landen, einmal hier landen. Aber ich werde es auch im Thumbnail nochmal zeigen, von daher dürfte es eigentlich easy zu finden sein. Ich denke nämlich, dass ich das dann mit der nächsten Aufgabe dann verbinden kann. Und dann lande ich nämlich einfach da. So, Gegner keine da. Ich will doch nur einen Kampf. Gucken, ob ein Tilted einer rumrennt. Ich sehe aber jetzt mal kein gebautes, sieht man ja eh nicht. Kappa. Ah, doch, da unten. Vielleicht spielt er ohne Ton. Entweder kriege ich jetzt voll auf die Fresse oder nicht. Das war knapp. Egal, gewonnen ist gewonnen. Warum lägt das denn so? So, Medikit wäre jetzt nicht schlecht und BGB habe ich gefunden. Nein, Schlüffi. Ich wollte schon hochbauen. Ich weiß jetzt so, ich hätte eigentlich nur zum Lagerfeuer gehen müssen. Ah, warum denn jetzt hier eins auf Krampf? Ne, hier kam ja eh keins. Oder? Ein Lagerfeuer? Ne. Doch. Das war dumm. Na, ein bisschen was kriegen wir. Lagerfeuer bringt eh nichts mehr. Jetzt kann ich eigentlich nur warten, bis hier mal einer kommt. Vor allem war das der letzte, der hier übrig geblieben ist. Gegner, wo seid ihr? Na gut, hier runter will ich eigentlich überhaupt nicht. Voll loot-technisch war der richtig voll sicher jetzt erst. Holz, 500 Stein, 500 Metall. Wenn man jetzt noch bauen könnte, könnte man damit sicher einiges anstellen. So, Top 25. Aber ich habe halt doch die 2000 erreicht. Ja, ich höre einen. Wo sind sie? Ach, da.
Ja, habe ich mich selbst ge... Nein, nein, nicht legen! Nein, da ist noch einer. Nein, aber egal. Ah, 2 Kills gemacht. Aber wo kam er denn her? Die haben noch 100 Pro geteamplayt, oder? Also, ich weiß nicht, ob die zu zweit da drin waren, aber müsste ich mir in der Wiederholung nochmal, also müsste ich mir selber das Video nochmal angucken. Aber die waren doch zusammen und dann war Ruhe. So, dann fliegen wir jetzt noch ganz schnell zum dritten Punkt und dann mache ich das Video aber auch aus, damit ihr mal wenigstens alle 3 Punkte gesehen habt. Da, die da, da, da. Komm, gib Gas. Keine Zeit. Immer diese Landeaufgaben, ey. Ach, bei 3000 steige ich ja erst auf. Von daher. Ja. Aber durch die bessere Qualität dauert das Hochladen länger. Das ist mir schon aufgefallen. Weil ein Video mal gerade 4 GB hat oder 5. Aber ist halt so. Mit 100.000er Leitung geht das eigentlich. So, wie gesagt. Ihr müsst einmal da landen, da landen und dann da landen. So. Aber da dürften jetzt eigentlich mal welche landen. Also in der Arena springen die irgendwie alle komisch ab. Entweder springen sie wirklich direkt ab oder verteilen sich auf der ganzen Map. Die Aufgabe gleich auch schon fertig. In Anführungszeichen auch. So. Ich kann nicht kommen. Da. Ich weiß nicht, was der will. Codierung überlastet. Ich werde dir dann einfach mal schreiben, was die perfekte Lösung wäre. Nein. So. Dann definitiv landen. Nicht, dass mich einer aus dem Himmel abholt. Einer ist schon mal bei mir. Na toll, da oben ist schon mein MP. Ja, super. Genau das wollte ich nämlich vermeiden, dass ich hier rumgleite. Nein. So. Keine Ahnung, wo der war. Aber wie gesagt, ihr habt es jetzt gesehen. Ich zeige es gerade nochmal. Einmal hier auf dem Berg, einmal Polarpeak und einmal auf dem Vulkan. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus. Du bist das Support ist kein Mod.